Moin Leute und herzlich willkommen zu Teich und Garten for You, eurem YouTube-Koi-Blog. Dichtschlemme als Teichabdichtung. Eines der meistgeklickten und nachgefragten Themen der letzten Jahre. Mit dem Bau meines ersten Teiches und der Fertigstellung im Jahr 2017 habe ich eine kleine Lawine losgetreten. Auch meine Dokumentation zu diesem Thema in einigen Foren wurde oft kopiert und ist mittlerweile auf zig Webseiten zu finden. Trotzdem ist eine Abdichtung mit Dichtschlemme auch heute eher unpopulär und wird bis dato nicht vollends akzeptiert. Immer wieder werden Vorurteile gestreut und negative Erlebnisse, welche es nun mal wirklich gibt, dazu herangezogen, das komplette Thema zu verunglimpfen. Abgesehen davon erreichen mich regelmäßig viele Fragen zum Thema Dichtschlemme und ich habe in den letzten Jahren als Planer etliche Koi-Teich-Projekte betreut, bei denen sich der Bauherr für Dichtschlemme als Teichabdichtung entschieden hat. Die Teiche sind dicht. Den Fischen geht es gut, ja. Auch heute ist Dichtschlemme das korrekte Produkt vorausgesetzt und die korrekte Verarbeitung vorausgesetzt, eine sehr tolle Möglichkeit, um seinen Koi-Teich selbst abzudichten. Um die häufigsten Fragen einmal aufzugreifen und das Thema nochmal für alle Do-It-Yourself-Teichbauer zu durchleuchten, habe ich mich entschieden, das Ganze in einem neuen und aktuellen Video zu verpacken. Ganz, ganz wichtig vorweg, alle Angaben ohne Gewähr. Sie beruhen auf meinen eigenen Erfahrungen und aus vielen Teichprojekten, welche ich in den letzten Jahren mit Kunden zusammen realisiert habe. Was ist Dichtschlemme eigentlich? Die von mir zur Teichabdichtung empfohlenen Dichtschlemmen bestehen aus zwei Komponenten. Da werden sie auch als 2K-Dichtschlemmen bezeichnet oder einfach flexible Dichtschlemmen. Sie bestehen aus mineralischen Bestandteilen und Kunststofffasern, die der Mischung nach dem Aushärten eine gewisse Flexibilität ermöglichen. Somit erhält man als Endergebnis eine hartgummiähnliche Bauwerksabdichtung, also eine Wassersperrschicht. Die Grundfarbe einer Dichtschlemme ist grau. Welche Voraussetzungen gibt es für Dichtschlemme? Eine Grundvoraussetzung für die Anwendung von Dichtschlemme ist die Bereitschaft des Bauherrn, selbst Hand anzulegen. Man übernimmt natürlich selbst das Risiko der Ausführung aller folgenden Konsequenzen, wie schlimmstenfalls von einem undichten Teich, der Wasser verliert. Als technische Voraussetzung ist es wichtig, dass Dichtschlemme nur auf standfesten Flächen aufgetragen werden sollte, welche sich auch später nicht mehr bewegen können. Wir reden hier zwar von einer flexiblen Dichtschlemme, jedoch ist die Dehnbarkeit nicht mit einer PVC-Folie oder ähnlichem zu vergleichen. Daher kommen als Untergrund nur ein massives, betoniertes Bauwerk in Frage, also ein vollmassiver betonierter Teich mit Bodenplatte und Wänden aus Schalstein. Nur so ist es gewährleistet, dass später keine Setzungsrisse entstehen. Und damit wird auch klar, dass Dichtschlemme nicht auf Folien, Styrodur oder anderen Materialien aufgetragen werden sollte. Jedoch ist es möglich, die Dichtschlemme auf fest installierten Bauteilen zu verwenden. Und zwar auf Bodenabläufen, Flanschen oder KG-Rohren, welche fest mit dem Bauwerk verbunden sind. Auch Rahmen von Teichscheiben wurden so schon eingedichtet, sofern sie entsprechend vorbereitet wurden. Wie wird die Dichtschlemme eigentlich verarbeitet? In erster Instanz sollte der Bauherr überprüfen, ob es größere Fugen oder Lücken im Bauwerk gibt. Gerade zwischen Schalsteinen können diese entstehen. Die Dichtschlemme kann gewisse Zwischenräume überbrücken, aber nicht alle. Und hier kann man mit Betonmörtel arbeiten. Einige Bauherren entscheiden sich zusätzlich, den kompletten Teich von innen zu verputzen, damit die Wände 100% glatt sind und die Schalsteine nicht mehr zu erkennen. Meine persönliche Empfehlung ist es, die Dichtschlemme direkt auf die Schalsteine aufzutragen. Direkt auf Beton kann ich eine einwandfreie Haftung des Anstrichs garantieren und nach werden sich die Wände sowieso mit Algen und Flechten besiedeln, sodass die Schalsteine optisch kaum mehr ins Gewicht fallen. Bevor mit dem Pinseln begonnen wird, sollte die Baustelle gesäubert werden. Ich empfehle, alle Flächen gründlich mit einem Hochdruckreiniger zu bearbeiten, um lose Partikel zu entfernen. Danach sollte alles ausgefegt und nach Möglichkeit auch mit einem Sauger gereinigt werden. Je gründlicher man dabei vorgeht, desto besser wird das Endergebnis sein. Bevor mit der Dichtschlemme begonnen wird, sollte die Baustelle trocken sein. Auch während der Verarbeitung sollte man darauf achten, dass es keinen Regen gibt, sofern man die Baustelle nicht gleich komplett überdacht, zum Beispiel mit einer Folie. Bodenabläufe
Rohre und andere Bauteile, welche mit eingedichtet werden sollen, sollte man vorher mit einem feinen Schmirgelpapier anrauen und danach mit einem PVC-Reiniger von Fettresten befreien. Damit sorgt man für eine einwandfreie Oberfläche, auf der die Dichtschlemme besser haftet. Die eigentliche Verarbeitung der Dichtschlemme ist denkbar einfach. Nachdem die beiden Komponenten miteinander vermischt wurden, wird die Masse mit einem Pinsel oder Quast auf den Beton aufgetragen, also gestrichen. Meine Empfehlung ist es, nur kleine Mengen anzumischen, da die Masse im Eimer recht schnell anzieht. Und wenn sie das tut, dann bilden sich beim Pinseln kleine Körner, welche eine raue Oberfläche ergeben. Und zweitens empfehle ich, zusätzlich einen Schuss Wasser dazu zu mischen. Hierdurch wird die Dichtschlemme ebenso besser streichbar und ergibt ein homogeneres Ergebnis beim Pinseln. Als erstes werden die zu streichenden Flächen leicht angefeuchtet und dann mit der Dichtschlemme angestrichen. Meine Empfehlung sind insgesamt 3 Anstriche der Wände und des Bodens von Teich und Filterbereich. Nach jedem Anstrich empfehle ich eine Trockenzeit von 24 Stunden. Rohrdurchführung, Flansche und Bodenabläufe dürfen ruhig 1 bis 2 Anstriche mehr bekommen. Spezielle Dichtbänder oder Grundierungen halte ich für unnötig. Was sind die Vorteile und Risiken von Dichtschlemme? Warum sollte man sich für die Dichtschlemme entscheiden? Diese Frage muss jeder Bauherr selbst beantworten. Ich kann euch nur aufklären, sowie Vor- und Nachteile aufzeigen. Jede Abdichtung hat ihren Reiz und ihre materialspezifischen Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist es sicherlich, dass man es selber machen kann. Damit ist man als Teich-Selberbauer zeitlich unabhängig und spart auch die eingesetzte Zeit, welche ich einer Firma bezahlen müsste. Im direkten Vergleich ist eine Dichtschlemme zudem kostengünstiger, was die Anschaffung angeht. Wir reden hier von ca. 6 bis 9 Euro pro Quadratmeter reinen Materialkosten, je nach Materialverbrauch. Schön ist auch, dass jede Teichform machbar ist. Wo andere Abdichtungen aufwendig verlegt werden müssen, wenn es Rundung und anderes gibt, kann die Dichtschlemme einfach aufgepinselt werden. Auch lassen sich Findlinge einfach in den Teichrand einbinden, wenn eine mehr natürliche Optik ein Wunsch ist. Die Steine werden einfach mit eingepinselt. Sollte es zu einer Beschädigung der Abdichtung kommen, kann diese einfach wieder mit Dichtschlemme übergepinselt werden. Natürlich gehört die Betrachtung der Risiken auch dazu. Zuallererst muss man sich im Klaren sein, dass man selbst die Verantwortung für die Verarbeitung trägt. Sowohl bei den Vorbereitungen als auch beim Abdichten selbst. Hier gibt es keine Garantie, die in Anspruch genommen werden kann. Man muss sich auch im Klaren sein, dass Dichtschlemme und Frost nicht die besten Freunde sind. Dabei geht es weniger um die Kälte an sich, jedoch um Eis, welches bei zugefrorenen Teichen dann außen an der Abdichtung reibt und diese somit beschädigen kann. Ein ambitioniert geführter Keulteich sollte damit keine Probleme haben, da man den Teich nicht einfrieren lässt. Aber der Vollständigkeit halber sollte man diesen Punkt schon erwähnen. Auch liegen mir Berichte vor, dass es mal eine Beschädigung der Abdichtung durch Pflanzenwurzeln gegeben haben soll. Meine Empfehlung geht meist eh gegen Pflanzen im Teich. Sollte es aber das Ziel sein, sollte man auf eine andere Abdichtung zurückgreifen. Jetzt folgt eine Sammlung von kurzen Fragen und Antworten zum Thema Dichtschlemme aus den letzten 5 bis 6 Jahren, welche immer wieder aufgetaucht sind. 1. Kann man Dichtschlemme einfärben? Ja, kann man, mit mineralischen Pigmenten. Schalsteine vorher verputzen für glatte Oberflächen? Womit? Muss man nicht, aber kann man, zum Beispiel mit einem Putzmörtel. Welche Materialien sollte man bei den Bodenabläufen und so weiter nutzen? Bodenabläufe, Flansche und Rohre am besten aus PVC oder ABS-Kunststoff. Welche Dichtschlemme wird aktuell empfohlen? Ich empfehle Sopro DSF 423. Sollte man das Becken vor dem endgültigen Befüllen nochmal putzen? Es reicht kurz auszuspülen und das Ganze dann abzupumpen. Kann man bewegtes Filtermaterial nutzen oder macht es die Dichtschlemme kaputt? Bewegtes Filtermaterial ist möglich. Kann man PVC-Folie und Dichtschlemme miteinander verbinden? Nein. Braucht man eine Grundierung vor dem Pinseln der Dichtschlemme? Nein. Wo gibt es Dichtschlemme zu kaufen? Im Fachhandel, im Baustoffhandel oder im Internet. Ich habe euch hier unter dem Video mal direkt ein Produkt verlinkt. Kann man nochmal Poolfarbe drüber pinseln? Ja, kann man, aber ich rate davon ab. Eine Reparatur der Dichtschlemme ist nur bei Dichtschlemme auf Dichtschlemme gesichert möglich. Wie ist es mit Verletzungen bei den Fischen?
Bei korrekter Verarbeitung können sich die Fische nicht an der Dichtschlemme verletzen. Kann man Dichtschlemme Indoor verwenden? Na klar, Indoor ist nichts anderes als Outdoor. Welche Mengen brauche ich für mein Projekt? Je nach Mischungsverhältnis und wie viel Dichtschlemme aufgepinselt wird, kann mit einem Gebinde zwischen 60 bis 80 Quadratmeter abgedichtet werden. Kann man Dichtschlemme auch auf anderen Untergrund als Beton aufbringen? Das kann ich nicht empfehlen. Wie kann man die Dichtschlemme besser streichfähig machen? Mit einem kleinen Schuss Wasser. Funktioniert Dichtschlemme auch auf Styrodur-Isolation? Nein. Was kostet Dichtschlemme im Vergleich zu anderen Abdichtungen? Ganz grob ein Viertel zu einer professionellen Verlegung von PVC-Folie. Können Pflanzen die Dichtschlemme beschädigen? Ja, eine Beschädigung durch aggressive Wurzeln ist nicht ausgeschlossen. Was mache ich bei negativ drückendem Wasser von außerhalb des Teiches? Je nach Intensität auf eine andere Abdichtung zurückgreifen. Kann man Sichtscheiben mit eindichten, hält auch die Dichtschlemme auf Edelstahl? Ja, das geht. Warum hat dein jetziger Teich keine Abdichtung mit Dichtschlemme? Weil ich damals nicht wusste, dass Dichtschlemme auf Edelstahl hält und unter enormem Zeitdruck stand und meinen Fischen umziehen musste. Wie lange hält Dichtschlemme eigentlich? Dichtschlemme kann bei korrekter Verarbeitung locker 15 bis 20 Jahre halten, also genauso lange wie zum Beispiel eine Abdichtung mit PVC-Folie. So Leute, das soll's gewesen sein. Kleines Update und aktuelles Video über das Thema Dichtschlemme am Koi-Teich. Und wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch ein Like für das Video. Bei Fragen, Anregungen, Kritik wie immer drunter posten. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne diesen Kanal abonnieren. Denn hier gibt es regelmäßig neue Videos rund um das Thema Koi. Bis dahin Leute, ciao.